Freiherr Susanne Wenger zweimal zu treffen im Jahr 1999, damals war sie 84 Jahre alt, bei der Vorbereitung der Ausstellung Moderne in Punkt der Zeit. Das war 2001 eine Ausstellung in der Neuen Galerie, wo es um steirische Künstlerinnen und Künstler gegangen ist, die in der Zeit der Diktatur Schwierigkeiten hatten. Und dazu zählte auch Susanne Wenger. Es gibt einen wunderbaren Film von da spricht sie über diese Erinnerung, und zwar, sie liegt in der Wiege und blickt nach oben in die sonnendurchflutete Krone der großen Linde im Garten der Villa in der Nernstgasse in Waldenburg, haben sie gewohnt, und hat starke Erlebnisse bei diesem Anblick, wie sie da in den Himmel schaut. Und ich möchte, dass wir sie jetzt sozusagen auch im Bild und Ton kurz erleben und einen kleinen Ausschnitt aus den vielen Geschenken zeigen. I think I told you about my experience as a baby, a few days old, with that lintel tree. Had the deep impression, which is still with me, of the motion of the flowing seeds. And that was a certain hour of the day. And every day I made trouble crying. It's a very small baby. Only when I was brought under the tree, then my parents had a peace. And there I said my first guru was that lintel tree. And the, like DNA, the beginning of everything, these seeds, they are double seeds, and even the slightest breeze, they have still, like a sail, a leaf which looks different than the other trees of that tree. It is somehow a sail. And the seeds fall in a beautiful, slow spiral. And that was the language of my first guru. Nach der Volksschule besuchte sie das Lichtenfels-Gymnasium, schwänzte aber sehr oft die Schule. Sie hat mir gesagt, sie hat das Gefühl gehabt, sie hätte Wichtigeres zu tun, als in die Schule zu gehen. Ja. Und zwar lange Wanderungen, steht auch mit dem Fahrrad zu Plätzen an der Mur, zu gewissen Bäumen in der Umgebung. Ja. Und wie gesagt, schon sehr früh, also ganz intensive Naturerlebnisse. Es ist keine zweite Künstlerin bekannt, die in Österreich in der Zeit der NS-Herrschaft in diesem Stil gearbeitet hätte. Susanne Wenger selbst bezeichnet diese Bilder als farbige Halbräume. Die sind typisch für die von den Surrealisten angewandte Methoden, aus den Grenzzuständen des Bewusstseins zu schöpfen. Die Bilder sind nicht ausgedacht, sie sind entstanden. Sie sind Notizen von Erlebnissen, kommentierte sie 1999. Sie hat geträumt von einer Universalsprache der Kunst über diese Politik hinweg und eine Universalsprache, die sozusagen für alle gleich ist. Und dabei war natürlich auch diese geisteskranken Kunst, spielte eine ganz große Rolle. Man findet tatsächlich, wenn man sich das Buch von Hans Prinzhorn von 1922 ansieht, findet man drinnen zwei, drei Künstler, die kann man sehr wohl vergleichen. Also sie hat sich das sehr gut angeschaut und es ist nicht von ungefähr, dass man ihr das vorgeworfen hat. Für sie war auch diese geisteskranken Kunst sehr früh schon vollkommen gleichwertig. Die Ausstellung Entartete Kunst, wo die ganzen Expressionisten, Surrealisten und Abstrakten drinnen waren, sind natürlich die zweite Prägung. Also sie haben diese drei Prägungen, von denen sie quasi zehrt in der Kriegszeit, die natürlich verboten waren, einerseits die geisteskranken Kunst, die psychoanalytischen Archetypengeschichten, Ernst Haeckels Grundformen der Natur können natürlich auch dazu in diesem Zusammenhang
also alles, was dieses ganzheitliche Denken auch bestimmt. Und dabei ist sogar ähnlich wie Josef Beuys und ähnlich eben wie viele ihrer Freunde nicht jemand gewesen, der sich nach irgendetwas gerichtet hat, sondern sie hat diese Dinge aufgenommen, wie sie da waren, um sie als Grundlage zu verwenden, aber immer auf eine sehr individuelle Art und Weise. Und es gab insofern auch wirklich keine Reglementierung der Vorstellungskraft. Und das ist etwas, nachdem eben Susanne Menger sehr, sehr tief in diese Kultur eingedrungen ist und also selbst sozusagen den Status einer Priesterin hat, also das, glaube ich, ist das wesentliche Bindungsglied zwischen dieser afrikanischen Kultur und ihrem Denken als Europäerin mit der ganzen Vorgeschichte, C.G. Jung und Rudolf Steiner, wie wir es vorher gehört haben, dass sich das dort in Oshoko gewissermaßen für sie alles zusammenfindet und sie gewissermaßen als Künstlerin, aber auch als Mensch sich selbst findet und sich dort sozusagen künstlerisch auch in diesem ganzheitlichen Sinn entfalten kann. Eine Veranstaltung der Steirischen Gesellschaft für Kulturpolitik, GKP.